Und dann können wir auch noch mal über das rote Adamantium reden. So, Adelsheim, Handelsposten. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich hier nicht irgendwo noch einen übersehen habe. Was ist jetzt schon wieder? Rigur, ich bringe euch den Schattenkristall. Wahrhaftig. Ihr habt den Kristall entfernt und die Macht der Schatten gebrochen. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Wollt ihr den Kristall haben? Ich? Oh nein, bleibt mir vom Leibe damit. Ich bin ja nicht von Sinnen. Bringt ihn nur Castagir. Er ist verrückt genug, ihn an sich zu nehmen. Rigur, ich bringe... Wahr, ich muss... Wollt ihr den Christ... Ich? Okay. Er sagt jedes Mal dasselbe. Und ja, ich gehe doch mal kurz auf das Schlachtfeld hier gucken, ob dich da irgendwo noch eine Leiche rumliegt. Ja, bringt den Schattenkristall zu Castagir. Ja, und den Ring habe ich schon mal verloren. Ah. Wann ist denn hier der Schaden entstanden? Da waren jetzt aber nicht meine Orks dran schuld, oder? Aber nur, ich sehe hier ebenso wenig noch einen Briarwolf rumliegen, der noch ein Wolfszeichen haben könnte. Also ist die Quest wahrscheinlich verbuggt. Dann Briarwolf, Wolf halt. Und ja, in der Nähe des Lagers ist auch keiner verstorben. Schade. Aber kann man nichts machen. So, das heißt noch eine Quest, für die wir nach Graufurt zurück müssen. Wir müssen aber auch für den Trickster nach Graufurt zurück später, wenn wir das Teil haben. Deswegen. Windholm. Sollte jetzt eigentlich das rote Adamantium fertig sein? Glück auf! Ist das Adamantinum fertig? Das ist es in der Tat. Ein prachtvolles Stück, wie es nur ein Zwerg vollbringen kann. Hier, nehmt es. Ja, wir haben rotes Adamantinum. Oder auch nicht? Ah.
Die Erdenklinge ist einfach abgeschlossen. Und wir haben die Erdenklinge instant erhalten. Da ist das gute Stück. Und das ist eigentlich auch meine Lieblingswaffe in Order of Dawn gewesen. Und es ist cool, dass ich gerade sehe, dass wir sie benutzen können. Der Schaden ist nämlich schön. Und dass es zersetzen kann, macht das Ganze noch schöner. So, wir haben noch 7 Level. Sehe ich. Ich kann nicht zählen, wir haben noch 6 Level. Für den Bogen. Ja. 6 Level. Auch gut. Hat zwar nicht die hohe Reichweite, hat aber um einiges mehr Ömpf. Und ja, die hier sind schneller. Haben zwar weniger Reichweite, aber sind schneller auf jeden Fall. Naja, cool, dass wir die Erdenklinge tragen können. Auch wenn manche Leute... Also als ich nach dem Problem, nach dem Bug gesucht habe, habe ich einige schreiben hören, sie finden die Klinge nicht so toll. Ich weiß nur nicht warum. Ich finde die Klinge supi. Ja, das heißt, die nächsten 6 Level gehen alle in Bogen. Schattenhain. Ja, weil der Schattenhain wird jetzt auch wieder lustig. Hier sind nämlich jetzt Söldner und Renegaten unterwegs. Mal gucken, ob ich die mit meinem Avatar, also mit uns, und den Helden allein besiegen kann. Da ist sogar noch ein Goblin-Messerstecher übrig. Da kommt der Beulenmacher. Und ihr seht, wie toll der Schaden von der Waffe ist. Vor allem, wenn wir den Gegner dann noch zersetzen und dann noch mehr Schaden machen. Die Linien müssen halten! Können ja mal zum Vergleich den anderen mit der Life Leech Waffe töten. Sie ist ein Tick schwächer auf jeden Fall. 2 Min-Max-Punkte, hat aber erstens Attributs. Vorteile und hat Ausdauer und hat Life Leech halt. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Ja, Runenkrieger, zu mir! Sprockt ist das guter Schaden, aber ansonsten finde ich den Schaden von der Waffe ein bisschen Vorsicht, schlechter. Gegner. Also da bin ich von der Waffe eher angetan.
So, rufen wir mal Heroes herbei. Dann brauchen wir vielleicht das Menschenmonument. Was wünscht ihr, Rune? Und ja, ihm könnte ich sogar... Warum habe ich ihm den Bogen gegeben eigentlich? Ihm könnte ich die Klinge geben, das ist schon mal praktisch. Achso, weil die nur Schaden 6 bis 8 haben. Ja, ist okay. Und er hat den Geist des Störer gekriegt. Die ich beim nächsten Level-Up dann mir geben könnte. Mhm. Bereit. Und los! Mir nach! Und los! Und los! Es sollten, glaube ich, auch nur Gegner gespawnt sein. Keine Gebäude. Das war so die Lieblings-Backtracking-Variante in Spellforce. Wir nehmen einfach ein Gebiet, wo wir schon geklärt haben, und da sind dann ein paar neue Gegner spawnen. So können wir ein bisschen mehr Zeit schinden und aus dem Spiel rausholen. Ja. Hier, mir nach. Mir nach. In die Schlacht. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Alles klar. Greift sie an. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Wobei es vielleicht ein Fehler war, dem Kämpfer eine Fernkampfwaffe zu geben. Sie sind überall! Sie sind überall! Ihm hier. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Das ist wahrscheinlich um einiges effektiver. Angriff. Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Sofort! Haltet durch, Männer! Hier, sofort! Schnell! Sofort! Miliz. Und los! Milizhelm. Oh, guck mal da oben. Folgt mir! Sofort! Die haben sich definitiv an manchen Stellen sehr gut eingenistet. Hier oben sollte eigentlich aber alles im Lot sein. Bereit und los! Ja. Folgt mir!
Sofort!